So, und jetzt kommen wir schon zu den Wimpern. Die Wimpern würde ich gerne ein bisschen intensivieren und verlängern. Und dazu habe ich mir die Wimpernperücke Schwarze Witwe rausgesucht. Das sind sehr schöne Wimpern, die so eine ganz raffinierte Form haben. Und die werde ich jetzt noch ein bisschen kürzen. Weil Alexandras Auge ein bisschen klein ist, kann ich hier die äußerste Reihe wegnehmen. Die schneide ich mit einer Schere ab. So, das eine Auge ist schon geklebt und man sieht sehr schön, wie das aussieht. Nämlich ziemlich klasse. Vielleicht die Augen mal schließen. Genau. Und ich setze jetzt das zweite Paar genau auf die eigenen Wimpern oben drauf. Wichtig ist auch immer, dass man einen Moment wartet. Der Kleber muss schon so ein bisschen antrocknen. Und solange der Kleber noch nicht trocken ist, kann man die Wimpern noch ein bisschen verschieben. Zwischendurch kann das Modell mal die Augen vorsichtig öffnen. Und dann kann man schauen, ob die Wimpern richtig sitzen. Nochmal schließen. Ein bisschen nach innen verschieben. So, wenn der Kleber trocken ist, dann kann ich mit der Wimperntusche die beiden Wimpern nochmal miteinander verbinden. Das heißt, dass die eigenen Wimpern an die künstlichen herangeklebt werden durch die Mascara.